kurze Aufbauzeit einen wirklich schönen Engine Builder. Das einzige, also jetzt sind eigentlich zwei Sachen, die mich stören. Mich stört auch immer irgendwas. Mensch, Hunter. Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zu einer weiteren Review hier bei Hunter and Friends. Und heute stelle ich es euch vor. The Whale of Eternity. Bei Pegasus Deutsch erschienen von Eric Hong. Ursprünglich Mandu Games, also koreanisch, wenn ich das richtig sehe. Es ist in aller Munde, kann man sagen. Oder es ist in vielerlei Munde. War auf BoardGameGeek sehr hoch gerankt. Ab 10 Jahren Kennerniveau sagen sie hier 30 bis 45 Minuten, 2 bis 4 Spieler. Und es ist eine kleine Schachtel mit viel Tiefgang. Und das wisst ihr ja schon von mir. Finde ich inzwischen eigentlich richtig, richtig geil. Ne, wer meine Rezension gesehen hat von der Weißen Burg, das geht eigentlich im Prinzip in die gleiche Richtung. Auch hier kleine Schachtel, konzentriertes Spiel. Der Preis stimmt, die Größe stimmt, dass es noch ins Regal passt, obwohl man eigentlich schon zu viele Spiele hat. Und wenn man es aufmacht, kriegt man einfach ein richtig gutes Spiel. Und deswegen brauchen wir nicht lange drum rumreden, bevor ich euch das Spiel zeige. Es ist wahrscheinlich ein Kandidat, wir müssen ja bald drüber reden, wer könnte nominiert werden dieses Jahr. Für die Kennerliste, für die Kennernominierungsliste denke ich definitiv. Was ist es überhaupt? Es ist ein Engine Builder, ein Card Drafter mit einfach ein paar interessanten Limitationsregeln. Ja, und in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Ne? Bekanntes Zitat. Und ich würde sagen, Eric Hong hat sich genau in dieser Disziplin wirklich hervorgetan. Und ich mag sowas. Ich mag es, wenn eben diese Balance gut stimmt zwischen Schachtelgröße, Spielspaß, Preis und Aufbauzeit. Und das haben wir hier ziemlich cool gelöst. Aber ich zeige euch erstmal kurz das Material, kurz die Prinzipien des Spiels, die übersichtlich sind, die ein paar coole Regeln haben. Und dann sehen wir uns schon wieder im Fazit. Hier sehen wir das sehr kompakte Spielmaterial. Wir haben eine Rundenübersicht. Wir spielen maximal 10 Runden. Da ist das Spiel auf jeden Fall vorbei. Und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und wir haben einen Punktezähler. Wer es auf 60 schafft, beendet das Spiel vorzeitig und hat auch gewonnen. Wir haben Runensteine, 1er, 3er und 6er. Und nein, es ist nicht kein normales Geld, sondern es sind Runensteine. Und Runensteine kann man nicht einfach tauschen. Man kann nicht sagen, gib mir mal einen 3er, ich habe hier 3 1er. Nein, es wird nicht umgetauscht. Und wir haben hier dieses Auswahlfeld, da werden gleich die Karten drauf kommen. Jeder Spieler bekommt hier so 2 Auswahlsteine, das ist der Startspielermarker. Und die Runde beginnt immer damit, dass wir hier Karten auslegen und zwar doppelt so viele Karten wie Spieler mitspielen. Das bedeutet, wenn wir jetzt zu 4 spielen, dann hätten wir 8 Karten. Die Karten haben verschiedene Farben, das sehen wir jetzt gleich. Und ich muss hier gleich mal hier sortieren. Die haben hier so verschiedene Farben und die korrespondieren hier mit diesem Board. Und die werden dann einfach so erstmal sortiert, wo sie hingehören. Ja? Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, die einzelnen Elemente, die sozusagen hier eine Rolle spielen, die haben auch so ein bisschen, haben so verwandte Effekte, kann man sagen. Wie viel habe ich jetzt hier? 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt habe ich sogar eins zu viel aufgedeckt. Okay, sagen wir mal so. Genau. Und dann kommt die Auswahlphase, beginnt mit dem Startspieler. Der darf sich die erste Karte reservieren mit seinem Auswahlstein. Dann kommen die anderen Spieler. Der letzte darf sich 2, dann geht es wieder zurück. Der Startspieler darf sich dann die letzte Karte auswählen. Und jetzt kommt die Aktionsphase, auch beginnt mit dem Startspieler. Wenn man dran ist, darf man beliebig viele Aktionen machen. Was kann ich für Aktionen machen? Ich kann eine Karte verkaufen, die ich reserviert habe. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich verkaufe diese Karte hier. Dann bekomme ich so viele Runensteine, wie hier stehen. In dem Fall ein 1er und ein 3er. Ihr seht, hätte ich jetzt diese Karte hier verkauft, würde ich einen 6er kriegen. Hier 3 1er, hier 4 1er und hier einen 3er. Muss ich halt überlegen, was ich will. Außerdem könnte ich, die Karte, die ich natürlich verkaufe, die ist einfach weg und ich kriege die Runensteine. Außerdem kann ich einfach eine Karte auf die Hand nehmen. Das kostet nichts. Ich kann auch beliebig viele Karten auf der Hand haben. Gibt kein Handkartenlimit. Außerdem kann ich eine Karte ausspielen. Da muss ich die Runensteine bezahlen. Hier in dem Fall kostet es 1. Hätte ich jetzt nur einen 3er gehabt, könnte ich die auch ausspielen. Müsste den 3er abgeben, kriege aber kein Wechselgeld. In dem Fall habe ich aber einen 1er. Kein Problem, habe ich die 3er noch übrig. Jetzt gibt es Karten, die unterschiedliche Effekte haben. Karten zeige ich euch noch. Gibt natürlich Soforteffekte, hier dauerhafte Effekte und Aktivierungseffekte. Ja, und was kann ich noch machen? Ich könnte noch eine Karte freilassen.
Dazu müsste ich nochmal die Kosten bezahlen. Das könnte ich sogar jetzt machen. Das wäre sinnlos, aber könnte ich machen. Würde ich drei bezahlen für eins. Und dann würde ich die Karte einfach ablegen. Warum sollte ich das tun? Ja, das hat folgende Bewandtnis. Denn ich kann nur so viele Karten in meiner Auslage haben, wie die aktuelle Rundenzahl. Also in der ersten Runde kann ich auch nur eine Karte ausspielen. Oder ausgespielt haben. In der zweiten Runde kann ich dann zwei Karten haben, in der dritten drei und so weiter. Später möchte ich möglicherweise eine Karte nochmal austauschen. Also zum Beispiel diese Karte, die ist dann irgendwann nicht mehr so stark vielleicht. Dann will ich die loswerden, lieber eine andere Karte haben, weil ich ja eben nur eine bestimmte Anzahl von Karten haben darf. Und dann macht es Sinn, tatsächlich zu bezahlen, damit die Karte wieder weggeht. Ja, und das machen eben reihum alle, also verkaufen ihre Karten, spielen sie aus und so weiter. Und dann gibt es noch eine Aktivierungsphase, das sind immer diese Sandur-Effekte und ja, dann kann jeder alle Effekte, alle Sandur-Effekte, die man hat, ausführen. Ja, zum Beispiel der Salamander bekommt hier jetzt so einen Einer-Runenstein und einen Siegpunkt und da gibt es alles Mögliche sozusagen. Dann kommen die Aktivierungseffekte und dann ist einfach die nächste Runde, der Rundenzeiger geht eins vor, es werden wieder doppelt so viele Karten ausgelegt wie Spieler spielen. Natürlich wandert der Startspieler und wir fangen wieder an mit der Auswahlphase. Und das geht eben so lange, bis entweder 10 Runden gespielt sind oder jemand 60 Punkte erreicht hat. Und noch ein paar Karten gezeigt, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl kriegt, was sind das für Effekte, mit denen wir hier arbeiten. Hier so drei Soforteffekte. Hier zum Beispiel erhalte so und so viele Siegpunkte, wie der Gesamtwert deiner Dreier-Runensteine beträgt. Ne? Man kann so natürlich auch versuchen, so Strategien zu fahren, sich auf bestimmte Runensteine dann fokussieren. Dann spielt man diese Karte aus und sackt einmal ordentlich Punkte ein. Oder hier erhalte 7 Siegpunkte, wähle eine Person, die eine von diesen Feuerkreaturen aus ihrer Auslage ablegen muss. Ne? Das ist sogar eine Angriffskarte, auch sowas gibt es. Dich finde ich hier sehr interessant. Tausche jeden deiner Runensteine gegen 6er-Runensteine. Das heißt, man kann dann einfach, wenn man kann ja nur 4 Runensteine haben. Das ist wirklich das absolute Limit. Ich weiß, ich hoffe, ich habe das erwähnt. Man darf immer nur 4 Runensteine haben. Wenn man irgendwann mehr als 4 hat, muss man die zu viel Steine ablegen. Und hier kann man dann sozusagen, wenn man zum Beispiel 4 Einer hat, plötzlich daraus 4 Sechser machen. Dann ist man natürlich gefühlt sehr reich. Ihr seht, diese kosten auch teilweise ein bisschen mehr. Was haben wir noch? Hier zum Beispiel jetzt solche Aktivierungseffekte, die wie gesagt am Rundenende dann passieren. Hier zum Beispiel zurückrufen eine deiner Feuerkreaturen mit Soforteffekt. Was heißt zurückrufen? Das bedeutet, die Karte, die in der Auslage liegt, wieder auf die Hand nehmen. Ja, so kann man auch so ein bisschen so ein Cycle irgendwie, so eine Cycle Engine irgendwie in Gang kriegen. Da kriegt man einfach eine Karte blind vom Stapel, ziehe eine Kreatur, gibt es öfters, dann kann man einfach mehr Karten auf der Hand haben. Handkartenlimit hat man, wie gesagt, nicht. Oder hier am Ende der Runde einfach Einer-Runenstein und einen Siegpunkt bekommen. So kann man sich natürlich auch dauerhaft einfach so ein Einkommen hinbasteln. Und dann nochmal drei Beispiele für so dauerhafte Effekte. Hier hatten wir schon in der Regelerklärung, immer wenn du eine Kreatur beschwörst und dabei mindestens einen Dreier-Runenstein zahlst, erhalte 2 Siegpunkte. Oder hier immer wenn du eine Kreatur beschwörst, erhalte einen Siegpunkt für jeden gezahlten Einer-Runenstein. Oder der Wert deiner Einer-Runensteine ist um 1 erhöht. Ja, also es bezieht sich hier viel auf die Runensteine und mit welchen man spielt und wie man sich das hier zusammenbastelt. Aber es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Karten, viele, viele Effekte. Ja, da ist einiges an Varianz auf jeden Fall geboten. Was sind diese Spannenlimitationen, von denen ich gesprochen habe? Natürlich, als erstes muss man hervorheben, und das ist wirklich die Innovation dieses Spiels, diese Sache mit dem Geld. Kein Umtauschen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Weil es wirklich einfach nur dieser kleine Trick, dass ich sage, nein, ich kann eben nicht meine 6er-Chips in 6-Einer tauschen. Und ich kann vor allem auch nur 4 Chips haben. Ja? Das ist richtig geil. Weil es so viele Entscheidungen hervorruft, die wir treffen müssen, wo wir uns überlegen müssen, na, was ist besser? Manchmal ist es gut, wenn man kleine hat. Manchmal ist es gut, wenn man große hat. Manchmal ärgert man sich, weil man 6er ausgibt, um nur eine Zweierkarte zu kaufen und man kriegt kein Rückgeld. Diese ganzen Sachen sind richtig cool und viele von den Karteneffekten spielen natürlich auch mit diesen Limitationen. Also man dann im richtigen Moment kann man dann Geld umtauschen, plötzlich mal ganz reich, obwohl man eigentlich nur ein Einkommen hat und so weiter. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Regel. Und die nächste schöne Regel, die eben auch eben so eine Limitationsregel ist, ist eben, dass wir eben nur pro Rundenanzahl so viele Karten ausgelegt haben, dass wir in der ersten Runde nur eine Karte ausgelegt haben dürfen für uns, in der zweiten nur zwei und so weiter. Und auch das, schöne Limitation
führt zu interessanten Entscheidungen, führt überhaupt dazu, dass wir diese Option auch wirklich ernsthaft erwägen, dass wir vielleicht manchmal wirklich nochmal die Kosten bezahlen, um eine Karte wieder loszuwerden, einfach, dass sie weg ist, weil wir wissen, okay, die hat uns vielleicht am Anfang was gebracht oder wir hatten keine bessere, aber jetzt habe ich eine auf der Hand, wenn ich die ausspiele, dann kann ich richtig Punkte machen, in Kombination vielleicht mit anderen Karten, die da liegen und so weiter. Und das ist auch eben richtig, richtig schöne Limitationsregel. Ansonsten ist natürlich einfach so ist schön, dass das Spiel vom Material limitiert bleibt, also dass wir einfach nur diese Karten haben, wir haben diese paar Geldtoken und diesen, ja, und das war's, das finde ich natürlich auch richtig, richtig cool. Kurze Aufbauzeit und wir haben einen wirklich schönen Engine Builder, den man einfach oft spielen kann und der wirklich interessant ist. Das Einzige, wirklich das Einzige, was mich so, also nee, es sind eigentlich zwei Sachen, die mich stören. Mich stört auch immer irgendwas, Mensch, Hunter. Irgendwas stört dich immer. Ja, es stimmt. Es stört mich was. Und zwar, was mich stört, ist tatsächlich diese, ich verstehe das eigentlich ganz nett gemacht, das mit dieser runden Auslage. Es ist nur nicht besonders convenient. Es führt nämlich dazu, dass man immer so guckt oder man muss sich die Karten nehmen, ja. Einfach so eine normale Auslage, gerade bei zwei Personen, die einfach so gelegen wäre oder so, gut, dann ist für einen ist auf dem Kopf. Aber dieses, dass es im Kreis ist, irgendwie finde ich es, es ist hübsch, aber es ist irgendwie nicht so ergonomisch, ja. Und das Zweite, was ich auch sagen muss, ist, mir gefällt es. Thema und die Grafik nur so semi. Aber das ist wirklich etwas, was komplett. Also, ich finde es ein richtig schönes Cover, muss ich sagen. Aber diese Karten, die sagen mir alle nichts. Ich finde, die sehen alle so ein bisschen auch aus wie so, keine Ahnung, wie so Pokémon-TCG-Karten aussehen, die mir auch so gar nichts sagen. Vielleicht bin ich da nicht drin. Es ist halt auch so ein spezieller asiatischer Stil, den man, glaube ich, einfach kennen und mögen muss. Vielleicht bin ich da einfach grafisch nicht richtig sozialisiert, ja, weil ich nicht so viel mich mit asiatischer Grafik beschäftige. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich finde einfach, die Karten sagen mir gar nichts optisch, ja, und thematisch, was das jetzt ist. Das ist irgendwie so, ne, also ich mag es natürlich immer ganz gerne, wenn Karten wirklich auch in Bezug, also wenn das, was auf den Karten drauf ist, thematisch irgendwann in Bezug steht, sozusagen auch zu dem, was zum Beispiel Karten machen. Und hier, klar, gibt es diese verschiedenen Farben, die machen natürlich sowas, ne, die sind zugeordnete Sachen, aber was da dann drauf ist, ist gefühlt, finde ich, halt nur irgendein Quatsch. So, also was halt nichts so aussagt oder mir nichts sagt. Es spricht nicht zu mir. Die Karten sprechen nicht zu mir. Natürlich ist das eine Kaufenliste. Ich glaube auch, das ist wirklich ein Kandidat eben für die Kennerliste. Da bin ich fest überzeugt. Hoffe ich übrigens natürlich auch für die Weiße Burg. Ne? Dann haben wir schon zwei kompakte Eurogames irgendwie in einer kleinen Schachtel mit einem Tiefgang, das fände ich richtig cool. Gucken, wer der Dritte vielleicht sein. Ich will ihm nicht vorgreifen, gibt noch ein Video dazu. Aber ja, ich finde es richtig cool, aber ja, es ist eben nicht, es schafft es nicht ganz zum Prädikat. Vielleicht auch, weil trotz alledem, ich finde diese Limitationen, die da drin sind, alle super. Aber es hat für mich trotzdem nicht so krass den Videospielreiz, zumal es eine Sache hat, die jetzt auch keine Kritik ist, sondern es ist eher sowas, wie dieses Spiel halt funktioniert. Es ist halt ein recht sehr swingy gefühlt, weil du hast sehr viele unterschiedliche Karten und was du da kriegst, ist halt auch sehr zufallsabhängig, ja? Was du da kaufen kannst. Und ob diese Karten dann wirklich zueinander passen oder nicht, ja, das ist von jedem Spiel, von jeder Partie zu Partie doch sehr dem Zufall überlassen, sag ich mal so. Ne? Klar, du kannst da versuchen, gut zu spielen und so weiter, und das ist auch genug, da ist genug Fleisch drin für Spieler, um was zu tun, um was zu reißen. Aber es ist halt doch so, dass oft du dann einfach halt irgendwas kriegst und du musst dann irgendwie damit was anfangen. Also in gewisser Weise. Ich mag die Limitation, dass man nur eine Karte ausspielen kann. Ich mag wirklich gerne diese Limitation mit dem Geld. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr Auswahl hat in den Karten. Dass da die Limitation ein bisschen weniger ist. Weil du eben so, also weil ja alle Karten, die ausgelegt werden, also es werden einfach zufällig sechs Karten ausgelegt und die werden auch alle verteilt. Ja? Und vielleicht hätte ich es als Spieler besser gefunden, wenn man, was weiß ich, noch zwei Karten gehabt hätte, die keiner nehmen muss. Ja, einfach ein bisschen mehr Spielraum in der Auswahl, ja, das hätte ich, glaube ich, gut gefunden. Ich glaube, wenn es das noch
wenn dieser Punkt noch gewesen wäre, dass ich dann das Gefühl gehabt hätte, okay, und da kann ich aber auch wirklich taktisch, strategisch spielen, weil ich mir wirklich noch ein bisschen mehr auf bestimmte Karten konzentrieren kann und nicht einfach nur hoffen muss, dass bei mich was Gutes übrig bleibt, dann hätte es, glaube ich, sogar ein Prädikat abgesandt. Mensch, Meier. Also, ja, ein super Spiel. Trotzdem, trotz alledem, Weiße Burg ist für mich einfach noch, das vielleicht gefällt mir einfach noch ein Tick besser. Und es ist doch ein bisschen kompletter, finde ich, so als Angebot. Trotzdem, Wheel of Eternity für alle Kartenliebhaber, für alle Engine-Build-Liebhaber, für alle, die dann trotzdem genau das suchen. Nicht zu große Schachtel, nicht zu lange Spielzeit, keine lange Aufbauzeit, viel Varianz. Go for it. In diesem Sinne bin ich gespannt, ob wir es später wiedersehen auf der Nominiertenliste. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder hier auf meinem Kanal. Und das würde mich freuen. Deshalb lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao.